den gleichen Stellenwert wie alle anderen Songs auch. Da muss ich mal kurz antworten. Also, weil, ja, wir finden natürlich jeden Song, der auf der CD ist, cool und gut. Und es gibt jetzt nicht irgendwie ein Hoch oder Runter. Deswegen ist es ja auch ein unterhaltsames, wahnsinnig geiles Album geworden. Wir nehmen die Songs, die wir am geilsten finden. Also es fliegen ja auch manchmal welche raus, die nicht aufs Album kommen. Das gab es in diesem Falle bei Die Tanzrückkehr zurück auch. Und, aber das war einer unserer Favoriten auch mit Narziss. Also das ist natürlich, also wenn wir diesen Song, da kann ich eine ganze 25, 80 Seiten Abhandlung über diesen Song schreiben. Natürlich die griechische Mythologie. Nicht nur die griechische Mythologie, sondern das ganze breite Feld von Narziss, welches in verschiedenen Mythologien unterschiedlich behandelt wurde. Weitergehend dann bis zu Nietzsche und Sigmund Freud, in die heutige Zeit hineingeboren durch unsere Worte, bezogen auf die neue Medienwelt. Keinesfalls stand der Zauberlehrling Pate bei diesem Song, sondern es sind die Geister des Rock'n'Rolls, die wir gerufen haben in diesem Song. Und das sind halt wirklich diese Geister, die uns Rock'n'Roll-mäßig beeinflusst haben in all den Jahren. Und wir wollten dies auf eine schöne und coole Art und Weise mal von uns geben, dass wir diese Geister, die Geister des Rock'n'Rolls, nie wieder loswerden, bis ins hohe Alter, wie Lemmy zum Beispiel. Wir haben einen harten Song, der heißt Johann, zu dem letzten deutschen Henker gemacht. Und diese außergewöhnliche Geschichte ist vielen vielleicht nicht bekannt, aber ich habe vor etwa 15 Jahren, habe ich mal eine Biografie von Reichard Johann gelesen. Und seitdem schwebte mir im Kopf herum, da auch mal irgendwie einen Song drüber zu machen, habe mich aber 15 Jahre tatsächlich nicht dran gewagt an dieses Thema, weil es echt eine heikle Variante ist. Und diesmal ist es halt so, dass wir zu Reichard Johann einen Song gemacht haben, um einfach mal dieses Thema mal ein bisschen in die Welt zu bringen, dass sich Leute damit beschäftigen, was war der letzte deutsche Henker, was hat er eigentlich gemacht. Es ist so absurd, diese Geschichte, dass man sie sich eigentlich nicht ausdenken kann. Also dieser Johann, der fing an in den 20er Jahren. Als Henker hat er das Handwerk von seinem Onkel übernommen und war sozusagen fast arbeitslos und konnte nicht wirklich von der Henkerei leben. Er hatte wohl irgendwie zwei Hinrichtungen im Jahr und das war ihm ein bisschen zu wenig. Dann hat er, weil er Geldmangel hatte, eine Wirtschaft aufgemacht, eine Kneipe. Diese Kneipe ist dann pleite gegangen, weil er immer von seinen Hinrichtungen erzählt hat und die Leute sich irgendwie gegruselt haben, da überhaupt hinzugehen. Dann wurde er Blumenhändler und hat mit Blumen gehandelt, ist aber auch gnadenlos gescheitert mit dieser ganzen Geschichte. Dann kam seine große Zeit, das Dritte Reich. Und da hat er so viel Geld verdient und hat das wirklich als Job gemacht, als Beruf gemacht. Hat so viel Geld verdient mit der Henkerei und war wohl der, der die meisten Leute im Dritten Reich hingerichtet hat. Hat wohl auch Hans und Sophie Scholl hingerichtet. Er soll zeitweise im Blut bis an die Knie gestanden haben. Hat Guillotinen, damit die Hinrichtungen schneller gehen, vereinfacht, hat den Leuten nicht mehr die Augen verbunden, hat über 3000 Leute hingerichtet. Und dann war der Krieg vorbei und Reichard Johann war kurz im Gefängnis. Und dann suchten sie einen neuen Henker, um die Leute, die ihn gerade beauftragt hatten, hinzurichten. Und dann hat er seine Auftraggeber auch noch hingerichtet. Also die Geschichte ist so absurd, die geht noch weiter. Also man könnte da eine Menge erzählen oder auch eine Menge drüber lesen, wen es interessiert. Dieser Song ist einer der speziellen Songs auf dem Album. Und ja, so viel zu Reichard Johann. Also feine Menschen, da hatte ich ja eigentlich auch noch ein Video im Kopf.
zu diesem Song. Also wenn man sich den Song anhört, für denjenigen, der ihn hört oder der ihn kennt, mein Film, den ich im Kopf hatte. Ich als Teufel auf einer dekadenten Party, Mafia-Boss in der Mitte steht und wird bewundert und behimmelt und angehimmelt von allen möglichen, fette Uhr dran, Goldketten, die dekadente Party läuft. Und ich bin so der außenstehende Betrachter dieses ganzen Treibens, dieser scheinheiligen Welt, wo man sich bei jeder Umarmung lächelnd oder bei jedem Stößchen mit dem Gläschen ein Messer in den Rücken rammt. Und dann steht man oben auf so einer Brüstung und alle stehen um diesen Boss, der das meiste Schwarzgeld eingesammelt hat von allen, der das fetteste Auto vor der Tür hat, steht man da. Und dann, wer nicht richtig aufpasst, wird vom Teufel mit einem kleinen, bei diesem Video, mit einem kleinen Fingerschubs von der Balustrade gestoßen und fällt runter auf den Boden und ist tot. Und liegt da. Die Kamera zeigt auf ihn von oben drauf. Und die Massen in dieser Party rennen nach unten die Treppe. Sie reißen sich gegenseitig nieder. Sie reißen sich die Kleider vom Leib. Die Frauen stürzen hin, kreischende Mengen, und stürzen sich auf diesen Boss, auf diesen Mafia-Boss und flattern ihn. Ruppen ihn die Rolex ab, nehmen ihm die Brieftasche ab, ziehen ihm die Schuhe aus und nehmen ihn völlig auseinander. Weil jetzt können sie ja ran an seinen Braten. Und das ist der Film, den ich so zu feinem Menschen im Kopf hatte. Ein bisschen krass. Leider haben wir nur 5 Videos drehen können. Das 6. steht noch aus, aber das werden wir nicht mehr schaffen jetzt, weil es schon Veröffentlichung gewesen. Ist schon vorbei, glaube ich, wenn das hier gezeigt wird. Oh, Kaffee. Oh, no cut. Wer ist da? Also wir haben noch viele schöne andere Songs auf dem Album, aber die Zeit ist leider vorbei, liebe Leute. Wir müssen uns jetzt leider verabschieden von euch. Wenn ihr noch Fragen habt, der schönste Platz ist immer an der Theke, wenn wir wieder unterwegs sind. Kommt vorbei an unserem Merchandise-Stand, da bin ich ganz oft. Da können wir uns treffen, da können wir ein bisschen kleinen Jägermeister trinken und miteinander reden. Das wäre jetzt noch mein Angebot, aber dazu müssen wir erstmal wieder auf die Bühne dürfen und an den Merchandise-Stand ran. Und da habe ich immer ein bisschen Schnaps versteckt. Rock'n'Roll wird wiederkommen. It's never died.